eigentliche Sinn war von dem Buch, zwei Sachen, die ewig währende Legalisierungsdebatte zu unterstützen und eine Debatte über den Afghanistan-Krieg. Ab Mitte der 60er Jahre, ich meine, damals waren noch Kids, haben wir angefangen, eben Drogen zu nehmen. Von 65 bis 67 war eigentlich noch verhältnismäßig einfach, an bestimmte Sachen über Rezepte ranzukommen vom Doktor. Also so wie Opium-Tabletten, Pantobon hießen die, oder Morphin oder Speed, Captagon, konnte man sich noch verschreiben lassen. Ab 67 haben sie gemerkt, hier entsteht ein Markt, also immer mehr Kids nehmen diese Zeug, und dann kamen die ersten Verbote. Das war so eine allgemeine Verweigerungshaltung, also wir wollten nicht arbeiten. Also da saßen jetzt, sagen wir mal, so 50, 60, vielleicht bis 100 an Wochenenden Jugendliche auf den Treppen der Gedächtniskirche, und da ringsherum war ein Schwarm von diesen Berufsberlinern, diese ganzen BZ- und Bildleser. Und dann kamen nur Sprüche wie, euch müsste man vergasen, die Haare abbrennen, ins Arbeitslager, also der volle Faschismus. Wie er singt und lacht, haben die sich denn da ausgetobt. Und diese Sachen haben dazu zu einer gewissen Radikalisierung geführt von diesen Leuten. Also dass der spätere Bewegung, 2. Juni und so, ja, Teile von der RAF, erste Generation, kam aus der Szenerie, die waren nicht Studenten und waren nicht politisiert über Universitäten oder so, sondern die waren radikalisiert davon. Die Musik, die wir hörten, galt bei den Erwachsenen als ebenso gemeingefährlich wie die Länge unserer Haare. Auf einem dieser Festivals sah ich Howling Wolf und fing an, sofort zu schwitzen. Ich war 17 Jahre und er war dreimal älter, doch fühlte ich mich, als wäre ich sein Großvater. Unter anderem entwickelte eine Gruppe von Technikstudenten einen speziellen Radiosender, der platziert in einen VW-Bus auf einen Hügel in der Lahre war, einen Umkreis von 2 Kilometern die sendenden Stationen wegzudrücken, um eigene Inhalte zu verbreiten. So um 70 rum waren die so weit, dass die auch das Fernsehen, den Ton allerdings nur, nicht das Bild, das Fernsehen sich in den Fernsehton einschalten konnten. Dann hast du in den Auto gesessen und zur Tagesschau haben wir das dann eingeschaltet. Dann hast du gesehen, dass plötzlich alle auf den Balkon gekommen sind und haben jetzt in der Straße immer gesehen, weil plötzlich statt der Tagesschau haben die uns gehört. Ja, das war, also aber nur auf so einem, also ein Radius von höchstens so 1,5 Kilometern oder so, aber hat funktioniert. Also da konntest du auch nicht lange, weil die dann angefangen haben, die Dinger zu orten. Da ist denn zu dieser Gründung dieser sogenannten Haschrebellen gekommen. Ja? Also der hieß ja Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen, nach einer Mao-Schrift, die heißt Über die Mentalität umherschweifender Rebellenhaufen. Schildert also die Erfahrung der Kommunisten mit diesen Rebellen in China während des langen Marsches. Und nur um diese ganzen ML und ganzen Politsekten zu verscheißern, haben wir halt diesen Namen gewählt. Also da, es hat natürlich nie ein Zentralrat getagt oder so, einfach wenn wir zusammen waren, haben wir uns irgendwelche Sachen ausgedacht, da konnte auch jeder mitmachen. Also
war ja nicht organisiert in dem Sinne, aber ein vollkommen loser Zusammenschluss von Leuten. Um das Studentenpolitdeutsch zu veralbern, haben wir dann gern gesagt oder geschrieben, zu diesem oder jedem Problem muss erst der Zentralrat tagen. Die Politheimer wollten ständig wissen, wo und wann denn das passiere. Tatsächlich hat der Zentralrat ständig getagt. Wir saßen in der Mainzer Straße rum, haben gekifft, gequatscht und uns Aktionen überlegt. Die Herrschrebellen kämpfen für das Recht auf Rausch. Wir veranstalten sogenannte Smoke-Ins, unter anderem im Tiergarten. Mehrere Läden waren wegen Verstoß des Betäubungsmittelgesetzes dicht gemacht worden. Wir haben die Drogenkonsumenten aufgefordert, sich das nicht gefallen zu lassen. Kommt die Polizei, werft Steine. Straßenschlachten, die waren an irgendeinem Punkt wirklich richtig militant. Weil kaum jemand erwartet hat, weil ja immer so gesagt wird, so eine Leute sind ja nicht so fähig, militant zu werden, Rauschgiftsüchtige und Hippies waren sowieso als Weicheier verschrieben und. Also war eigentlich eine militante Szene kurz, also so ein halbes Jahr, dreiviertel, vielleicht ein Jahr, war hier die Kifferszene oder so eigentlich der militante Flügel hier in Berlin. Also wird so, kommt so nie so rüber in diesen ganzen Beschreibungen. Haben nicht nur Sachen auf der Straße gemacht, sondern haben auch die ganzen Anwälte gefragt, ob sie Drogenfälle verteidigen, auch stellenweise umsonst. Also vehement hat sich natürlich Otto Schilly geweigert. Ja. Um den Politteilnehmern klarzumachen, wie wir die Welt sahen, hielt Abi Fichter, der Bruder des späteren rechten Sozialdemokraten Tilman Fichter, einen Vortrag, und zwar auf LSD. Das hatte er am Morgen eingeworfen, erzählte er. Und dann war er in einen Tante-Emma-Laden gegangen, hatte eine Flasche Apfelsaft gekauft, die aufgedreht und der Verkäuferin einen Schluck angeboten. Und beinahe hätte die Frau davon getrunken. Das sei ein Zeichen, dass die Revolution kurz bevorstand. Berliner Tinke. Seit dem Spätsommer 1989 brachten die Leute reine Morphinbase aus Istanbul mit hochgekochtem Rohopium, und zwar abgefüllt in Fanta-Flaschen, um es durch den Zoll zu kriegen. Wahrscheinlich haben sie die Flaschen vorher nicht einmal gewaschen. Und diese Base fing an, in den Flaschen zu schimmeln. Wenn du das Zeug gespritzt hast, hast du fürchterliche Abszesse bekommen, Beulen in den Armen, die aussahen wie die Pest. Dann haben sich die Leute gefragt, wie kann man das hinbekommen, dass es haltbar bleibt. Es ging also nur um die Haltbarkeit, und da sich dann so ein junger Chemiker von der Waldorfschule und hat das Problem gelöst. Der kreierte die berühmt-berüchtigte Berliner Tinke. Er war auf die Idee verfallen, die Morphinbars noch einmal mit Essigsäure aufzukochen. Afghanistan ist ja also totale Antimodell zur westlichen Gesellschaft. Es gibt noch nicht mal Eisenbahnlinien. Also es ist keine Eisenbahnanbindung, hat dieses Land. Damals gab es drei Flughäfen und nur einer, der auch für größere Flugzeuge war, nämlich Kabul. Dann gab es eine Straße, die auch nicht das ganze Land erreicht hat, sondern nur von Herat, also eine Asphaltstraße, von Herat nach Kandahar, nach Kabul und wieder raus. In den meisten Gegenden keine Elektrizität und so was wie Fabriken auch so gut wie gar nicht. Also ich habe so 4, 5 Fabriken in Kabul, und durch den Krieg sind wir immer noch auf derselben Stelle. Kaum Autos da, also ein paar Lastwagen und der Rest alles in Pferdedroschken. Also eigentlich ein Modell, was man hier noch letzte Mal zur Kaiserzeit, also mit Haschisch war natürlich so, dass sie alle geraucht haben. Also das hat natürlich niemand interessiert. Also immer noch ist das größte Problem Afghanistan Armut. Und nicht Taliban und nicht irgendwie, sondern Armut und Arbeitslosigkeit und so. Das sind die größten Probleme.
Und in so ein Land Krieg führen mit einer modernen Armee ist eigentlich eine Wahntat, weil alles, was diese modernen Armeen brauchen, haben sie nicht da. Also zum Beispiel bringt die Bundeswehr ihr Essen selber mit. Die gehen jetzt nicht zu den afghanischen Bauern und sagen, wir kaufen euch eure Ernten ab, um eben für die Ernährung der Bundeswehr, so zumindest Gemüse oder sowas. Nichts ist. Das wird von hier eingeflogen. Also die afghanischen Bauern sehen nichts davon, dass da diese Bundeswehr ist. Also da ist ja kein Kontakt, da sind keine Geschäfte und nichts. Was eigentlich wichtig wäre, damit die miteinander irgendwie klarkommen würden. Ich meine, bis 2005 war das vielleicht noch machbar, dass die auch den Krieg gewinnen. Inzwischen ist ja der Krieg auch nicht mehr gewinnbar. Also, weil zu viele von denen da schon unterwegs sind, die an diesen Krieg verdienen. Also auch Afghanen, da verdienen sie jetzt. Also diese ganzen Taliban verdienen an der Heroinproduktion und damit bezahlen sie Leute. Also, dass der Staat immer auf Verbot setzt und die Kartelle immer auf die Unterwanderung. Und verdient tun beide letztendlich. Das wachsende Heer von Junkies in Afghanistan konsumiert zwar ziemlich reines Heroin, aber das kommt nicht von umsonst. Wenn du aber die ganze Zeit zu bist, kannst du auch nicht mehr arbeiten. In Afghanistan ist man schon weiter. Dort bekommen die Junkies von den Taliban gesagt, macht euch keine Sorgen, arbeitet doch für uns. Wir bezahlen eure Sucht. Die 10-Dollar-Taliban gehen los und werfen blind eine Granate ins Feld. Wo sie auftauchen, ist die Frontlinie. Dadurch haben die Taliban eine permanente Militärstruktur und müssen gar nicht mehr überlegen, wie sie die Leute agitieren. Sie können sie einfach bezahlen, weil es eben den Heroinhandel gibt. Je mehr Geld da ist, desto mehr können sie rekrutieren. Das heißt, hier entsteht ein Teufelskreis auf militärischer Ebene, den es in der Form noch nie gegeben hat. Davon haben die Bolschewisten immer nur geträumt. Wo ein Genosse ist, da kämpft die Partei, lautete die alte Losung. Diesen Anspruch haben die Taliban nun endlich verwirklicht. Auf entfremdete Weise und dank Heroin. Im Vietnamkrieg sind GIs oder so heroinsüchtig geworden. Ja, die waren dann immer noch GIs, waren ja immer noch Soldaten. Hier wird der Junkie rekrutiert. Solange Drogen illegal sind, ist natürlich ein schwarzer Markt da. Diesen schwarzen Markt bedienen natürlich Kartelle und Milizen, also Leute, die eh schon bewaffnet sind, die auch die Macht haben, diesen Markt abzusichern. Sind beide nicht interessiert, die Staaten nicht und auch die Mafia-Vereine nicht und die Milizen nicht, dass es irgendwo mal eine Legalisierung gibt. Auf beiden Seiten wird verdient, beide Seiten profitieren und beide Seiten bauen ihre Macht aus. Hier ist so viel illegales Geld unterwegs, dass es eventuell, wenn wir es erlauben, die Weltwirtschaft kaputt macht. Früher wurde Opium angebaut und das Opium ins Ausland gebracht und die haben es zu Heroin verarbeitet. Inzwischen wird das Heroin selber in Afghanistan hergestellt. Das heißt, die Gewinnmarge ist jetzt derartig groß, ja, wenn ich jetzt Opium verkaufe im Krieg, sagen wir mal ein paar tausend Dollar für ein Kilo irgendwo im Ausland. Inzwischen aber jetzt bei Heroin sind es dann Zehntausende bis Hunderttausend. So, jetzt fangen sie erst richtig an, Geld zu verdienen seit ein paar Jahren. Sie bieten ja auch den Polizisten an, bei uns kriegt ihr mehr. In Afghanistan, als ich das erste Mal da war, 72, da gab es 2-3 Flecken in Afghanistan, wo Opium angebaut wurde. Sonst haben die Haschisch angebaut und auch nur nebenbei und die raucht. Opium war nicht ihr Ding, die wollen das ja nicht nehmen. Es ist ja nicht so, dass das alle Süchtige sind, also die oder das gerne anbauen, wollen sie überhaupt nicht. 72 hast du nirgendwo, ab und zu mal, da gab es so ein paar Nester, Balch im Norden oder so, da hast du die Opiumfelder gesehen. Als der Krieg anfing, denn 79, 80, als die Russen einmarschierten, war 80, 81, als die Russen da waren, war ich auch noch da. Bis zum Horizont, manche Täler zugestellt mit Mohn. Da wächst nichts anderes mehr, die bauen nichts anderes an.
Jetzt wird es richtig jäht. Jetzt wird es natürlich jäht, dass der abgesichert werden muss. Jetzt musst du mal sehen. Jetzt bauen Leute, diese haben das Heroin, das muss abgesichert werden. Jetzt stellen sie junge Typen ein, die einfach nur dafür so und so viel $100 im Monat kriegen, dass sie mit der Kalaschnikow die Heroinlager und die Heroinküchen und so absichern. Da ist eine Generation, die hat nichts anderes gelernt, als Gelderwerb, außer mit einer Kalaschnikow dazustehen. Wenn die das jetzt jahrelang gemacht haben und dann kommt der Frieden, so jetzt sollen die plötzlich die Kalaschnikow beiseite packen und für ein Zehntel oder nur die Hälfte dieses Geldes sich einen Rücken krumm machen auf irgendeinen Acker? Das glaubt doch wohl selber niemand. Ich würde das ja auch nicht machen. Also mal ganz ehrlich, wenn ich hier 5 Jahre lang verdient habe, nur weil ich mit der scheiß Kalaschnikow dastehe und alle sind noch freundlich zu dir, aus normalen Grund. So, und plötzlich sagen sie ja, na, jetzt geh mal hier ordentlich Zement schippen und dafür kriegst du aber nur ein Drittel. Das klappt doch wohl nicht auf irgendwann mal. Also schon deswegen müssen die da raus. Das ist Wahnsinn. Die züchten da eine Generation ran, die sind doch nachher nur noch Wolfsrudel. Wenn die sehen doch nur mit Waffengewalt, kommt man zu weit. Ne? Hier in Europa für alle, die nicht nur die mit Drogen zu tun haben, nicht nur Konsumenten von Drogen, sondern eigentlich alle, weil darüber auch eine Sicherheitsdebatte geführt wird. Also besonders dieser Herr Schäuble war ja sehr eifrig, weil diese Sicherheitstechniken eigentlich ein neuer Geschäftszweig sind. Das heißt, überall werden Überwachungskameras eingebaut, wird die Software für die Überwachungskameras entwickelt, werden an den Flughäfen diese Nackt-Body-Scanner und Augenerkennungs- und neuer Ausweis kommt, der kostet wieder, der muss hergestellt werden. Also da ist eine Riesenmaschinerie hinter, die jetzt immer wieder diese Sicherheit betont, um damit an Geld zu kommen. Das heißt wirklich nach Hause gehen, früher oder später. Dass man einfach sagt, okay, das Ding ist daneben gegangen, wir ziehen uns jetzt langsam zurück. Also der Einzige wäre wirklich Heroin eben und überhaupt Drogen endlich zu legalisieren, um diese ganzen Teufelskreisläufe, die weltweit herrschen, also in Somali ist ja nicht viel besser oder solchen Ländern, endlich zu durchbrechen.